Willkommen zum zweiten Stream von Little Nightmares. Wir haben das erste von 5, ich habe nachgesehen, doch nicht 4, sondern 5 Kapiteln durchgespielt. Da liegt die Möglichkeit nahe, die Streamparts in 5 aufzuteilen. Vorausgesetzt, die Kapitel sind auch alle gleich lang, das weiß ich nicht. Generell weiß ich gar nichts. Wo sind wir hier? Warum? Und wer ist dieser freakige Typ mit den langen Armen? Ich habe mir offcam einen Namen für ihn überlegt. Ich denke, ich werde ihn Lanky nennen. Angelehnt an Lanky Kong. Hey, Zwergi! Zwergi! Wo ist denn der schon wieder hin? In den Schrank? Da ist noch ein Raum, oder? Ja, mit der Kamera kann man es schon sehen. Ich komme aber irgendwie noch nicht rein. Oh! Das erinnert mich ein bisschen an The Legend of Zelda. Aber wartet mal. Geht's hier dann regulär weiter? Stelle ich mir natürlich die Frage. Was ist hier oben? Nee, da geht's noch weiter rauf. Okay, dann bleiben wir erstmal in dem Raum. Ah, ich kann den Stuhl auf die Fliese stellen, oder? Ja, aber Moment. Wer sagt denn, dass da oben nicht noch was versteckt ist? Und an der Stelle, ich hoffe, du bist da, möchte ich mich bei mein Kanal entschuldigen, so heißt er, hat gestern 10 Münzen noch donated, ich habe ihn übersehen. Danke dir für deine liebe Nachricht und sorry. Ich hoffe, du siehst das hier noch. Huch, naja, Scherben bringen Glück. Moment, ist das so eine Fackel, die ich anzünden kann? So eine Laterne? Ja, besser ist es. Okay. Ist aber, glaube ich, das erste Mal, dass wir so eine Fackel auch mitnehmen können, oder? Weil die war jetzt tatsächlich mobil. Naja, gut. Mehr scheint hier nicht zu sein. Außer ihr weist mich noch darauf hin, dass vielleicht noch eine versteckte Vase in diesem Raum ist. Ansonsten würde ich sagen, jagen wir den kleinen Zwerg. Oh oh, ein Riesenauge. Aber es ist zum Glück geschlossen. Noch. Ah, da ist der Zwerg. Ich tue dir doch nichts. Ey! Oh, sein Ernst? Okay, ich guck gleich, wo er hingegangen ist, aber ich hab das Gefühl, wir müssen hier auch erstmal ein Rätsel lösen. Vielleicht einfach ganz simpel den Schalter drücken? Ich probier's mal aus. Und Lea, Animal Crossing Official, danke dir für die Mitgliedschaft, willkommen. Auch an MKLN Homer. Kuss! Vielen Dank, dass ihr in der Community aktiv seid. Und zack. Oh oh. Das ist der Raum mit den Babys. Noch schlafen sie seelenruhig. Oh, wir können sogar mehrere Kameraperspektiven begutachten. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Da sind 3 Zwerge. Wer ist das? Sieht aus wie ein Koch. Ein gruseliger Koch. Oh, und da ist die Frau. Vom Anfang. Ich glaube, sie ist das größte Rätsel. Na gut. Haben wir schon mal ein bisschen
Foreshadowing betrieben, sozusagen. Jetzt mal gucken, wo der Zwerg hin ist. Vielleicht in den Raum, wo die anderen auch sind. Ah, da vorne! Hey! Warte doch! Ja, doch, 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 der ist hier rauf irgendwo. Hier. Aber dieses Kuscheln ist weird. Dennoch, ich habe das Gefühl, es ist was Gutes, also mache ich es auch weiterhin. Wann immer ich einen kleinen Zwerg finde. Weiter geht's. Ah! Da waren noch mindestens zwei. Hier in diesem alten Bad. Also so richtig alt. Allein die Tapete. Gar nicht mein Stil. Gleiches gilt für die Gemälde da oben. Oder Bilder, Bilder eher. Zack. Sieht so aus, als bräuchte ich einen Schlüssel. Okay, ich gucke nochmal im Badezimmer. Oder hier in der Kiste. Nee. Da muss im Badezimmer was sein. Nico Eli, ich danke dir für eine Münze. Ach, hier ist ja sogar ein Schalter. Jetzt sehe ich es gerade. Der Koffer wird's tun. Domi, der Zwergenjäger. Ich will doch einfach nur Informationen. Aber die laufen immer weg. Hey, Moment mal. Bin ich der Einzige, der das Bild da rechts? Das ist doch ein Pokémon. Das ist doch Meltan. Sieht übelst aus wie Meltan. Das ist ein ziemlich ungemütliches Bett. Vor allem, das ist doch so ein typisches Bett, was man in einer Irrenanstalt verwendet, oder? Das hat so zwei Gurte, wo du denjenigen, der drin schläfst, festgurten kannst. Boah, da schlafe ich lieber am Boden, du. Noch mehr Zwergenbilder. Und Kokain. Man kennt's. Zwei Säckchen. Ja, ja. Man hätte beim großen Auge nochmal drücken können. Als ob. Nachdem es sich geschlossen hat? Ah, schade. Aber wäre vielleicht dann auch ein bisschen zu viel Spoiler gewesen. Meint ihr, ich kann da rüberspringen? Ich hoffe es. Da oben ist sogar eine Mutterstatue. Aber wenn ich jetzt runterfalle, verreck ich. Ich probier's trotzdem. Und es hat geklappt. Ja gut, ich mach das alles aber nicht wegen der Mutterstatue. Auch wenn das natürlich ebenfalls ein Pluspunkt jetzt gerade ist. Wir machen das für den Schlüssel. Wo ist der? Unter dem Pömpel? Nee, den kann ich nicht mal nehmen. Nur das Klopapier. Vielleicht habe ich zu kompliziert gedacht. Die Mutterstatue ist bestimmt schwieriger versteckt als der Schlüssel. Ja, ist er auch. Der liegt da nämlich. Wie blind bin ich? Egal, besser so. Sonst hätte ich die Statue nämlich nicht gefunden. Was hat denn der da noch? Babypuder? Kein Wunder, der Typ sieht ja auch aus wie ein Baby. Und Alk.
Ja, bei der Scheiße, die der da treibt, mit den Babys, würde ich mich auch zusaufen, um das zu ertragen. Aber ich bin sicher, die ganzen Babys, die kuschelt der nicht nur. Oha. Ich hab mich ja wie eine Katze verhalten. Richtig Unordnung gemacht. Unsere machen auch manchmal Scheiße. Das ist immer schlimm, wenn die Bilder oder Vasen umschmeißen. Oh, ganz, ganz furchtbar. Aber gehört dazu. Johannov, vielen Dank für die Mitgliedschaft. Willkommen im Chat. Was ist das? So ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Beckenaffe. Der kann dann Musik machen, ne? Die haben auch ein bisschen was Gruseliges an sich. Warum steht der hier? Ja, jetzt macht er Musik. Und seltsame Geräusche. Ich glaube, dem seine Batterie ist leer. Ja, Tatsache. Oh, was ist das? Sieht mir nach Aufzug aus. Ah, Moment. Dann muss ich das Ding da gegen den Knopf schmeißen. Ja, okay, Spiel. Hab schon verstanden. Alles klar. Ihr habt Katzen. Ja, zwei Stück. Folg auf Instagram, da siehst du sie manchmal. Kinder und nicht Babys. Ja, gut, dann halt Kinder. Aber auf jeden Fall gefällt mir das nicht, was hier geschieht. Hier kann ich rein. Und sag mal, warum sind denn eigentlich überall Schuhe? Ist hier was? Nö. Okay, ich glaube, ich muss nochmal gegen den Knopf drücken. Von innen natürlich. Ja. Vielleicht verstecke ich mich aber doch vorsichtshalber mal hier in der Kiste. Weil ich weiß ja jetzt nicht, wo ich rauskomme. Francesco, danke für die 5 Münzen. Vielen Dank für deine Videos. Du bist der beste YouTuber aller Zeiten. Schau deine Videos schon seit dem ersten Legend of Zelda Wind Waker LP. Wir sind so. Danke dir. Okay, wo sind wir rausgekommen? Bei den Ratten. Na okay. Toll. Schon wieder Hunger? Du bist ja schlimmer als ich. Hat jemand eine Banane oder irgendwas? Weil hier wird es jetzt ein bisschen schwierig. Oben hatten wir ja noch Glück. Da waren wir in der Nähe der Mensa, aber ich denke nicht, dass wir hier was zu essen finden, außer Ratten. Aber die würde ich wirklich nur im allergrößten Notfall essen. Oh, hier ist noch eine Fackel. Ja, was tun? Alter. Der verreckt? Oder sie. Wir spielen ja ein Mädchen. Six. Oh, da ist irgendwas im Käfig. Auch nicht besser als die Ratten. Und irgendwie gefällt mir das auch nicht, dass das im Käfig ist. Aber ich habe keine andere Wahl. Willst du nicht wenigstens rausgehen? Und das draußen essen? Ich hab's geahnt. Na super. Oh nein, jetzt wird's richtig creepy. Jetzt sehen wir, was der Lenky mit den ganzen Kindern macht. Kann ich nicht...
Irgendwie. Doch, 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 doch. Hin und her, hin und her, hin und her. Raus da! Raus aus dem Käfig! Oh, das hat er aber bestimmt gehört. Nein? Besser ist das. Hol die Maus. Ich habe nicht erkennen können, was es ist, aber ich glaube, es war einfach ein Stück Fleisch. Ziemlich eklig. Da sieht man mal wieder, Nahrung ist die stärkste Waffe der Welt. Jeder braucht es, jeden Tag. Wir hatten keine andere Wahl, ich musste das Fleisch essen. Kann ich meinen Mithäftlingen irgendwie helfen? Dass die auch gar nicht reagieren, ne? Ich bin frei und die machen keinen Mucks. So als wenn sie sich mit ihrem Schicksal schon abgefunden hätten. Okay, ich muss irgendwie da oben dran kommen. Oder kann ich dich... Oh Mann, wie makaber. Der ist dann noch gefangen und ich nutze seinen Käfig aus, um flüchten zu können. Das ist schon ein bisschen assi. Aber hey, ich komme wieder, wenn ich eine Möglichkeit gefunden habe, euch zu retten, okay? Ich verspreche es. Verspreche es! Ich rette euch alle! Was zum... Okay, ich muss irgendwie schneller sein. So, ich kann doch auch rutschen, ne? Hat mir doch einer im letzten Part geschrieben. Damit könnte das gehen. Oder, mit ein bisschen Schwung noch. Jetzt stehe ich zwar mit dem Rücken zur Tür, aber es kann trotzdem klappen. Jetzt kommt auch der Tipp. Alles klar. Hops! Ja, wunderbar. Und nun? Da ist eine Augentür. Oh! Ein Loch. Ach, ich kann da raufklettern. Ich glaube, das hätte ein bisschen gedauert, bis ich darauf gekommen wäre. Gut, dass man das gesehen hat. Eine Kerze. Und ein Galgen. Seht ihr das? WTF. Nicht so laut sein. Nicht so laut. Hier drin ist doch safe was. Nein? Oh, schade, dass sie da keine Mutterstatue versteckt haben. Verpasste Chance. Boah, voll erschrocken. Der Controller vibriert. Und ich höre was. Ist Lenky in der Nähe? Ja. Ach du Scheiße, was macht der da? What the? Hat er da ein Kind eingewickelt? Ja, hat er. Was um alles in der Welt? Aber ich glaube, der ist blind, kann das sein? Weil dieses Tuch, das geht über seine Augen. Ja, ja. Ich muss ja auch irgendwie vorbeikommen. Aber dieser morsche Boden. Nein, 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 ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein. Das war nur eine Maus. Nur eine Maus.
Ich glaube, ich muss so schnell wie möglich weg vom Holzboden. Ich muss weg vom Holzboden. Da hört er mich. Auf dem Turm nicht. Ach du Scheiße. Ah! Ja, er ist blind. Okay, okay, immerhin hatte ich damit recht. Jetzt weiß ich nicht. Hätte ich schneller sein müssen vielleicht? Ich denke schon. Aber ich wusste ja auch nicht, dass da ein Käfig ist. Ich glaube, da können wir uns verstecken. Auf den Tüchern kann er mich nicht hören, aber der Boden ist so dermaßen morsch, das kriegt er sofort mit. Frage ist halt, ob ich in einem Rutsch rüberkomme. Ich denke schon, weil er geht dann erstmal zu dem Brett hier. Dann habe ich alle Zeit der Welt. Komm, wir versuchen es einfach. Wir versuchen es einfach! Yes, es hätte so einfach sein können. Oder? Rennen! Hier rein! Schnell, geh doch rein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der kommt hier rein, ne? Der kommt hier rein! Wo kann ich mich denn verstecken? Fuck! Und woher wusste er jetzt, dass ich da bin? Na super, Stealth-Missionen, das wird nie was. Da hat Dark Dragon recht. Ich habe keine Ahnung, was ich in dem nächsten Raum tun soll. Wenn ich noch nicht mal da oben sicher bin. Oder kann ich die Luke öffnen? Jetzt wird es aber einige Tode geben, Leute, das kann ich euch garantieren. Das war jetzt sogar ziemlich gut. Diesmal hat er kaum was mitbekommen. Geht aber trotzdem nach rechts? Sein Ernst? Ich warte hier jetzt. Er riecht. Ja gut, macht Sinn. Blinde haben ja einen besseren Sinn für Hören und Riechen. Aber trotzdem, ich muss mich doch irgendwie verstecken können. Ich habe halt auch nur ganz wenig Zeit. Oder ist es möglich, unentdeckt in den nächsten Raum zu kommen? Kann natürlich auch sein. Weil hier ist eine Kurbel, die brauche ich doch. Da muss ich jetzt durch. Stealth ist absolut nicht mein Ding. Aber da muss ich jetzt wohl durch. Da es mit Sneaken nicht funktioniert, werde ich doch nochmal rennen und schauen, ob ich bei der Kiste weiter raufkomme. Es muss irgendwie gehen! Auf den Käfig dann springen. Welcher Käfig? Hä? Was? Als ob er mich jetzt sogar da drin findet! Willst du mich verarschen? Ich habe doch gar keine andere Möglichkeit. Ich muss doch da rein. Mach nicht diesen. Komm, du hast doch genug Kinder zum Einrollen. Mann, am Anfang ist er nie nach rechts gegangen. Das tiltet mich komplett, aber was soll's. So, hier rauf. Hier bin ich vorhin nicht drauf gekommen. Es geht auch nicht. Nein, man kommt da nicht rauf. Aber ich habe, glaube ich, Glück. Er weiß diesmal nicht meine ungefähre Position und kann mich dann vielleicht auch nicht riechen. Über den Käfig. Ich weiß nicht, was ihr meint mit über den Käfig.
Oder im vorherigen Raum. Naja, egal. Wie man sieht, wenn man schnell genug ist, schafft man es sogar. So, jetzt keinen Mist bauen. Aber das hört er doch, wenn ich hier kurble. Das hört er doch. Egal, komm. Oh, renn! Geh doch. War in dem vorherigen Raum eine Möglichkeit, über den Käfig zu klettern? Wenn, muss ich echt zugeben, habe ich das nicht gesehen. Naja, damit stehen wir jetzt, glaube ich, bei 12 Toten. Es werden nicht die letzten sein. Und überall die Schuhe. Was hat es mit den Schuhen auf sich? So viel Schuhe kann man doch gar nicht tragen. Nicht mal Apo... Red. Ist das hier eine riesen Altkleidersammlung? Das ist ja Wahnsinn. Oh nein, was ist das? Was ist das? Das Schuhmonster. Die Gerüchte aus dem Kindergarten, sie sind doch wahr. Wo muss ich denn hin? Okay, darauf. Aber ich weiß nicht, wo das Monster hin ist. Komm schneller! Ah, verdammt. Rauf, 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 rauf! Eieieiei. Das ist ja der Witz. In dem Spiel werden ja Albträume aus der Kindheit behandelt. Oder Ängste aus der Kindheit. Und bei mir gab es wirklich so ein Schuhmonster. Das haben manche Kinder erzählt bei mir im Kindergarten. Wer weiß. What? Am Ende ist das Spiel für mich gemacht? Wo kommt der denn jetzt her? Ey, das war ja schon fast ein Jumpscare. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh, darauf, 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 glaube ich. Rip. Oder? Weil die kann an mich nicht riechen. Moment, was hast du vor? Er schaut sogar in den Kisten. Also es war eine gute Entscheidung, da rauszugehen schon mal. Ja, 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 ja. Okay. Okay, alles richtig gemacht. Yes! Ich mache die Fehler von vorhin wieder gut. Ein Zwerg! Oh lol! Okay, let's go! Hä? Hä, wieso hat er mich denn? Was? Der war einfach mal 4 Meter weg? Und ich habe auch nicht selbst losgelassen. Ich konnte mich ja nicht mehr festhalten, weil sich die Tür geöffnet hat. Ach so, muss ich auf die andere Seite? Ja, aber kann ja nicht sein. Ich muss doch da... muss doch da raus. Kiste unten rechts war richtig? Never! Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich vielleicht hier rauf muss. Und die Tür öffnet sich. Und er wird denen ja folgen. Ja, er wird denen ja folgen, logischerweise. Oder ist das jetzt eine alternative Lösung? Egal. Es geht. Die Kiste war richtig? Echt jetzt? Aber der hat doch da reingegriffen.
Naja, dann habt ihr hier jetzt eine zweite Möglichkeit gesehen, das zu lösen. Nur, wo ist der hin? Vorsicht vor dem Affen. Aber Licht kann ich ja machen, ne? Das ist ja kein Problem. Das sieht er ja nicht. Er kann mich ja nur riechen, wenn er ganz nah ist, und hören. Das muss eigentlich irgendwas mit der Spielzeugkiste hier zu tun haben. Komm aber nicht rein. Schieben geht auch nicht. Aufräumen? Ach so, oh Moment! Jo! Das ist ja mal tricky. Cool. Auch cool. Die Mitgliedschaft von Juli HD XD und die Münze von Laune 900. Danke euch beiden. Noch genug Salzvorrat von Elektrak. Ah, es geht. Vorhin gehangen, aber mittlerweile läuft's wieder. Und da ist ein Zwerg. Hey, Süßer. Warte doch. Ich glaube, da oben ist eine Mutterstatue. Nee, Moment, da ist eine ganze Familie und das sieht übelst creepy aus. WTF. Jetzt wird's nervig. Oh nein, wird's... wird's jetzt noch schlimmer mit dem Stealthen? Oh no, 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 please no. Ey, die Figuren da oben, macht der die selber? Die sind auf jeden Fall mega creepy. Wo geht er hin? Lenky! Ach, der sucht mich, okay. Nein, und ich muss oben an ihm vorbei, oder was? Nee, das könnt ihr doch nicht machen. Oh, hier ist noch eine Mutterstatue. Okay, wirklich krass unerwartet. Moment, hört er das nicht? Egal, er kann mir ja hier unten nichts tun. Aber so wie es aussieht, muss ich tatsächlich oben an ihm vorbei. Raphael Zimmermann, willkommen und danke dir für die Mitgliedschaft. Sharp Eye Emoji, danke für 2 Münzen. Vielen Dank für den Support. Und Ulti Pika lässt noch eine Münze da. Shorty 3. Wollte dir mal sagen, dass die ganzen Let's Plays und Streams, dank dir habe ich zu Nintendo gefunden. Bleib, wie du bist. Frage. Lutsche wirklich gerne an Teebeuteln. Ja, das war ernst gemeint. Schmeckt lecker. Etwa noch nie selber probiert. Moment, wie komme ich denn hier wieder rauf? Hä? Bin ich gerade blöd? Gibt's doch einen Weg hier unten? Ich komme eigentlich nicht mehr nach oben. Sally, danke für 5 Münzen. Kuss. Wie heißen die Katzen? Fragt Jan Wittmann. Rebi und Amari. Weiter rechts ist eine Leiter. Ach, das ist eine Leiter. Oh, das ist eine Leiter, als ob. Okay. Warte, mit dem Musikantenaffen kann ich ihn doch dann ablenken, oder? Oder generell mit Sachen, die man werfen kann. Aber wo muss ich denn hin? Ach so, darauf.
Okay. Macht Sinn. Dann komm mal her. Komm. Gut. Hier sind noch mehr Gegenstände, aber wir schaffen es eigentlich auch so. Ah, ist ja gar nicht so wild. Da ist gerade was runtergefallen. Das hat er bemerkt. Egal, da ist ein Lüftungsschacht. Oh! Da ist dein Arm! Schnell, geh hindurch! Yes! Ich glaube, den sind wir aber noch lange nicht los. Alleine schon wegen seinen langen Armen! Wenn er doch mal auf den Daumen hochdrücken würde. Mit seinen langen Armen, du. Oder auf Abonnieren und die Glocke. Mensch, das wäre ja super. Aber so schätze ich ihn der da nicht ein. Dafür aber weich. Elymnuser, danke für 5 Münzen und für das liebe Lob. Mach ich doch gerne. Ach du Scheiße. Ey, aber so Spinnenarme, die haben auch was, ne? Der kann sich einfach durch das ganze Haus hangeln. Ich weiß nicht, ob er wirklich weg ist. Aber ich bleib lieber vorsichtig. Er ist der erste Boss. Ja gut, das überrascht mich jetzt weniger. Nur wie soll ich den besiegen? Wobei an sich ist es ja ganz einfach. Wir brauchen einfach nur einen großen Raum mit einem riesen Loch und dann schmeiße ich da was runter oder an die Kante und hoffe, er ist so dumm und springt hinterher. Oh nein, das hat er gehört. Das hat er safe gehört. Muss ich da rauf? Nein, safe. Falsch. Ah, er hat noch mir gegriffen. Ja, ich bin eh tot. Ich glaube, ich bin eh tot. Ah! Oh, komm. Der hat einen viel zu krassen Vorteil mit seinen langen Armen. Ich habe jetzt auch viel zu wenig gesehen von dem Raum. Ich weiß gar nicht, was man da tun soll. Oder komme ich hier irgendwie rauf? Nee. Vorsichtig. Nun, sagen wir, es war nicht geplant, diese Tür hier einzureißen. Da kann ich jetzt nichts für. Ich muss mich irgendwo verstecken, auf jeden Fall. Aber hier riecht er mich doch, ne? Als ob. Nein? Lost. Oh, jetzt kann ich, glaube ich, weiter. Nur ist es halt ein bisschen blöd, wenn er genau vor mir steht. Mein Gott, Alter. Hatte ich da jetzt nur Pech oder was? Ich check das nicht. Und warum kann ich mich denn da nicht raufziehen? Wenn die Uhr Lärm macht, ja, dann sollte ich weiter. Aber wohin? Der steht ja noch mitten im Weg. Okay, besser. Ich muss was riskieren. Was, als ob? Okay, stehen bleiben. Wenn er mich nicht sieht, ich muss doch allen Ernstes hier einen Schuh gegen den Schalter werfen. Ich hab Glück, diesmal sieht er mich nicht. Okay. Grabben. Aber lieber nochmal warten. Stopp. Ach du heilige Scheiße.
Komm, jetzt muss alles klappen. Was tust du? Ich war wohl noch nicht nah genug dran. Na gut, kein Stress, kein Stress. Der Lenki sucht dich ja nur. Okay. Go! Go! Hindurch, hindurch, hindurch. Geh schon! Oh, sind wir jetzt bei Harry Potter? Kann ich da rauf? Jo. Dankeschön für 1500 Likes. Oh, Moment, kann ich ihn mit dem Klavier erschlagen? Hehe, das würde natürlich auch gehen. Ich muss nur die Bücher zum Umfallen bringen, glaube ich. Dann kommt er... Oh, ein Zwerg! Dann kommt der Freak. Und oben irgendwie das Klavier abschneiden. Und zack! Ist er aus der Welt. Wo ist denn der Zwerg hin? Ach, da ist er. Ich hab ihn. Ich hab ihn! Peter Marco, Kurs für 2 Münzen, hab die Glocke aktiviert und bekomm keine Infos. Ja, das ist halt YouTube, ne? Das ist halt YouTube. Aber du kannst auch dem Discord joinen. Und da die Benachrichtigung bekommen. Das sollte zuverlässiger funktionieren. Oder auf Twitter. Da poste ich auch alle Videos. Nicht immer sofort, aber schon relativ bald. Und du kannst mal gucken, bei den Glockeneinstellungen, ob du auf alle gestellt hast. Alle Benachrichtigungen erhalten oder irgendwie sowas müsste da stehen. Dann sollte es eigentlich gehen. Oh oh, das wird er auch wieder hören. Oder nicht? Ich sag's ja, so Riesenarme sind auch ein großer Vorteil. Der kann sich einfach durch das ganze Haus hangeln. Oder Schiff oder was auch immer. Wenn das hier wirklich ein Schiff ist, dann ist es ein sehr, sehr seltsames. Nicht nur von dem, was hier vor sich geht, sondern auch vom Aufbau. Oh, ich brauche nochmal eine Kurbel. Lass mich raten, du bewachst sie. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rauf. Aber es ist schon der Wahnsinn, wie sich das Spiel jetzt gesteigert hat, ne? Der erste Part hat noch so ein bisschen gebraucht. Sich mehr auf die Atmosphäre konzentriert und jetzt geht's voll rein, Alter. Der lässt mich ja gar nicht mehr in Ruhe. Und er ist leider auch nicht blöd. Aber ich kann ihn doch bestimmt wieder ablenken mit den Gegenständen hier. Oh, verdammt. Oh, nein. Geh weg. Ja, genau, geh weg. Was? Wow, er hat angetäuscht. Der ist ja richtig schlau. Fuck, war das knapp. Ich denke, ich kann ihn nur etwas länger mit dem Affen ablenken, aber... Ich habe jetzt lieber erstmal den Weg freigeräumt. Ha ha!
Der ist so creepy, ey. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich will den Affen. Vorsichtig. Oh, da steht noch so viel im Weg, aber ich glaube, ich kann einfach dran vorbei, wenn er jetzt zum Affen geht. Unten ist noch eine Kerze. Ja, die zünde ich nicht an. Die zünde ich nicht an. Yes. Wow. Wow, war das knapp. Dieser eine Antäuscher von ihm. War mir so sicher, ich bin RIP. Dang. Ich hoffe, hier bin ich fürs Erste sicher. Ah, da ist auch die Kurbel. Aber wie komme ich denn mit der wieder raus? Seltsam. Basti, vielen Dank für 5 Wutzen! Mal wieder ein LP zu Majora's Mask oder Wind Waker geplant. By the way, der Rentnerverschnitt heißt Roger. Rentnerverschnitt? Für mich ist das Lanky. Wind Waker spiele ich auf jeden Fall irgendwann wieder. Yo, Majora's Mask, mal schauen, mal schauen. Kann ich was mit dem Fernseher machen? Ja. Boah, aber Moment, das kriegt er doch mit jetzt, oder? Achso, Moment, ist er gut, ist er gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wird er reinkommen. Sich denken, WTF, was ist da bitte für ein scheiß Programm? Und wir können raus. '60er-Jahre-Fernsehen. Wie man es kennt. Da soll doch noch mal einer sagen, niemand braucht mehr einen Fernseher. So, komm, für den Flex. Mach mal jetzt doch noch die Kerze hier an. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht gleich. Schneller. Schneller! Ja, wir haben's, wir haben's. Was war das denn jetzt? Kommt ihr? Ich bin sicher, er kommt. Schnell. Hallo. Lass mich springen. Und spring nicht wieder vorbei. Gut. Ich höre Schritte, ich höre Schritte. Aber wie kann ich Schritte hören? Er kann doch... Er hat doch keine... Keine Beine. Jo. Was ist das denn hier? Ein Waggon? Jetzt nicht auch noch mein Kart. Bitte, es reicht mir, wenn ich mir das schon bei Donkey Kong geben muss. Das ist da gruselig genug. Man denke zum Beispiel an das Donkey Kong Country 2 Level. In diesem Vergnügungspark. Da gibt es ein oder zwei gruselige Minecart Level. Oh yeah. Sollte mal die Seite wechseln. Hä, aber ich kann doch hier auch einfach drüber springen, oder? Muss ich ja jetzt sowieso. Oder brauche ich den Waggon? Ah, okay. Macht Sinn. Hast du Angst? Ey, mittlerweile schon! Weil der Kerl halt so absolut unberechenbar ist. Irgendwas hat nicht funktioniert. Kann ich das da andocken? Nee, weiter geht's nicht. Jetzt auf einmal schon. Kurios. Na also. Oh! Da habe ich doch den Raum, den ich mir erhofft hatte. Jetzt muss ich ihn nur noch irgendwie da runterlocken. Auf keinen Fall selber runterfallen. Düstere, enge
Lüftungsschächte. Wir sehen sie häufig in diesem Spiel, aber mittlerweile habe ich hier auch Angst. Am Anfang noch nicht so. Oh nein, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Sag bloß, da steckt er seine Arme durch. Oh, safe. Ja, ich wusste es, Mann! Oh nein, er kommt! Er kommt! Ah! Wohin? Ich kann da nicht rauf! Ah, da, 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 da! Hey, Moment mal! Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ihn zu erledigen! Seine Arme einzuquetschen. Wir müssen die Kiste zerstören. Na mach doch! Ja, lass dir halt noch länger Zeit. Alter! Boah! Okay, okay, okay. Ich weiß schon mal, was zu tun ist, aber... Das Timing wird hier wohl sehr, sehr, sehr schwer. Zumindest gibt es direkt hier einen Checkpoint. Das ist gut. Jetzt vielleicht? Nee, oh, wieder falsch. Falsch. Ich hätte früher springen müssen, nicht Idiot. Komm, mach kaputt! Mach ich was falsch? Da tut sich nichts. Das kann doch nicht dauern, dass das 5 Sekunden dauert. Hat leider noch nicht ganz gereicht. Komm, gib's ihm! Gib's ihm! Na los! Hallo! Das ist verbuggt. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist verbuggt. Kann das sein, dass es jetzt 3 Sekunden ungefähr dauert? Nicht mal. Ach, komm. 2 mit dem Stick mit. Was glaubst du, was ich tue? Ich reiß das Ding hier fast auseinander. Man sieht's doch sogar in der Animation. Aber es passiert nichts. Ich mach diesmal jetzt die andere zuerst. Was? What the fuck? Länger warten? Es macht keinen Sinn. Erklären, aber ich hoffe, er ruht in Frieden. In der Hölle. Da, wo er hingehört. Also, es war eine ziemlich geile Idee, aber irgendwas stimmt hier nicht bei dem Bosskampf. Und damit haben wir das Kapitel hinter uns. Ja, nochmal schönen Rage am Ende, wie es sein muss.